Beide Derbys hielten das, was sie versprachen. Tolle Stimmung und pure Dramatik bis zur allerletzten Sekunde. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sorgte die letzte Aktion des Spiels für die Entscheidung. Beide Male heißt der jubelnde Sieger Mannheimer Hockey Club. Wir sind auch froh, endlich mal wieder ein Derby gewonnen zu haben. Die letzten Jahre haben wir wirklich immer den Kürzeren gezogen und ja, da sind wir happy drüber. Obwohl der MHC der amtierende deutsche Meister ist, war es für die Herren der erste Derby-Sieg nach über 4 Jahren gegen den TSV in der Halle. Durch den 4:3-Erfolg geht das Team um Jan-Philipp Fischer nun ungeschlagen in die kleine Weihnachtspause. Genauso wie die Damenmannschaft des Mannheimer Hockeyclubs, die das Derby gegen den TSV ebenfalls mit 4:3 gewinnt. Und auch dort ist es die letzte Aktion des Spiels, die für die Entscheidung sorgt. Ein 7 Meter von Charlotte Gerstenhofer in der Schlusssekunde. Ich bin da sehr selbstsicher und vertraue da auch in meine Fähigkeiten. Und ich wusste, ich schweiz das Teil jetzt ein. Und so war es dann auch. Dabei liegen die Blau-Weiß-Roten 1 Minute vor Schluss noch mit 1 Tor zurück, ehe Charlotte Gerstenhofer mit 2 Toren die Partie zugunsten des MHC dreht. Ein perfekter Jahresabschluss, der das Team zuversichtlich stimmt für die entscheidende Saisonphase. Ich glaube, dass dieses Jahr einfach noch mehr Wille in uns steckt, die Spiele gewinnen zu wollen und eben am Ende einmal ganz oben stehen zu wollen. Und ich glaube, dieser Wille, der zeichnet uns einfach aus dieses Jahr und hoffentlich nächstes Jahr genauso. Die Damen sind ein eingeschworener Haufen. Bis auf den Abgang von Sonja Zimmermann spielt die Mannschaft seit Jahren zusammen, kennt sich in- und auswendig und verliert nie das Vertrauen in die eigene Stärke. Anders ist es bei den Herren. Nach dem Titel im vergangenen Jahr gab es einen kleinen Umbruch, der das Team nun etwas unberechenbarer macht. Weil jetzt viele neue mit dazugekommen sind, die teilweise ihre ersten Spiele gemacht haben. Sehr talentierte Spieler, aber noch sehr jung. Und ich glaube, da kann man schwierig ausmalen, was so kommt. Dann noch gemischt mit so ein paar alten Hasen wie mit mir. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mix einfach. Der wieder um den Titel mitspielen kann. Und auch beim TSV Mannheim sind die Hoffnungen auf den Staffelsieg und die Teilnahme an den K.O.-Spielen trotz des bitteren Tages gestern nicht begraben. Auch die Rot-Schwarzen waren vor dem Derby noch ungeschlagen. Gerade einmal 2 Tore trennten beide Mannheimer Mannschaften. Klar, natürlich ist alles drin. Wenn wir jetzt alles gewinnen, dann geht es über das Torverhältnis, wenn der MHC außer das Derby-Rückspiel dann auch alles gewinnt. Und dafür werden wir jetzt alles tun. Ziel ist es, ins Viertelfinale zu kommen. Und da ist alles möglich. Da waren wir schon häufig im Viertelfinale. Wir wissen, dass da in alle Richtungen alles möglich ist. Und das ist unser Ziel. Und das bleibt auch das Ziel der TSV-Damen, die nun 5 Punkte hinter den Mannheimer Rivalen liegen. Bis Anfang Januar verabschiedet sich die Hallenhockey-Bundesliga nun in die Weihnachtspause. Ab dem 6. Januar kann dann die Aufholjagd der Rot-Schwarzen beginnen.